hätte, dann wüsste ich, was es wäre. Auf geht's. Boah, das ist sehr, sehr pervers mit dem Gelände. Kann ich aber machen. Also Gelände heißt hier nicht sowas wie Rallye, dass du fährst auf Kies, Matsch und so oder sowas, sondern Gelände heißt hier Querfeld ein und es ist sau schwer überhaupt ein Auto zu kontrollieren. Also Gelände ist einfach durchs Feld mähen und Trauben und oder Trauben pflücken, Kartoffeln ernten, was auch immer. Es ist eins der beschissensten Feature im Spiel ever. Hätte mich schon fast zum Rage Quit gezwungen. Muss ich mal schauen, welche Gänge ich in den Kurven nehmen soll. Das ist ja wieder ein neues Auto, wieder umgewöhnen ein bisschen. Zweiter Gang 109. Dritter Gang, vierter Gang hier. Sollen wir einen dritten runter jetzt? Nee. Dritter Gang? Ne, können wir nicht. Ja, ist immer so, wenn du selbst schaust, musst du bei jedem Auto schauen, die Übersetzung ein bisschen üben. Ja. Gut, dass da hinter mir mich geschubst hat. Also bei Formel 1 oder war der Frontflügel schon längst weg. Er muss ja so komisch hin und her lenken, weil ihr seht ja, die rammen nicht voll. Ja, der Dima war es okay, aber ich weiß nicht mehr, was du gefahren bist. Ohne Scheiße, wenn du ein Auto hast, was wirklich voll Power hat und dann musst du mit Heckantrieb oder sowas dann fahren im Gelände, ohne Hilfe, ohne nichts, dann ist es echt für den Arsch. Kannst vergessen, kriegst keinen Grip, gar nichts. Du fährst dann mitten auf dem Feld und da ist ja... Und die Driver-Tars, die fahren ja ganz normal, als ob es eine normale Straße wäre, die hängen dich ab ohne Ende. Ja, aber es gibt normale Felder, die sind gut, kommt immer das Auto, aber dann mit so einem krassen Heckschleuder, sag ich jetzt mal, 900 PS auf am Heck und dann auf dem Feld zu fahren, kannst vergessen. Hat mich gestern sehr, sehr aufgeregt und dann siehst du auch nichts, weil, ja, Feld sind die ganzen Sachen da. Und dann springst du noch unerwartet und kannst da nicht kontrollieren. Also war echt nervig, sehr oft. Damit hat sich das Spiel eigentlich bei mir versaut. In mehrerer Hinsicht deswegen, allein deswegen schon. Ich finde es sehr geil, es ist super, aber dass man mit einem Hypercar, so Hypercar, dass du mit einem P1 McLaren im Feld fahren musst, dahin sieht der Gags keinen Sinn. Und Feld heißt nicht Rallye-Strecke, so Kies oder was, ist ja noch okay, aber nicht mit im Feld. Jo. Ja, das passt hier, Haiwan. Es wäre ungefähr so, wie wenn du mit einem Formel 1 Auto oder mit einem Le Mans Auto durchs Feld fahren müsstest. Das geht ja auch nicht. Deswegen verstehe ich die Logik der Programmierer nicht. Ja. Kriegst ein Formel 1 Auto aufgesetzt, fahr mal durchs Feld. Natürlich mit Slicks. Oder egal welche, auch wenn du Full Wet hättest oder egal welche Mischung, hast du keine Chance. Sie hat darin keine Logik. So, mit dem Auto würde ich sagen, wird es klappen. Allrad, gemütlich. Hast guten Grip, kannst vielleicht noch die Reifen wechseln, ein bisschen was umstellen. Und darfst nicht zu viel reden, sonst machst du so eine Scheiße wie hier. Allrad hin oder her, man muss trotzdem aufpassen hier. Besonders wenn es regnet. Genau, Dominik. Ist richtig unnötig und das ist bei fast jeder Challenge einfach. Wenn du jetzt mit Offroad fährst, Offroad oder sowas, ja, aber nicht komplett durchs Feld. Hey Vanessa, grüß dich, schön, dass du wieder da bist. Gut gefahren, Kumpel, aber nicht selbstgefällig werden. Du musst dranbleiben, wenn du der Horizon Champion werden willst. Genau, egal was für ein Auto. Ich bin ja ein riesen Rallye-Fan, ich mag ja Rallye pur hier. Auf Schotter, auf irgendwelche Schmarrn, aber nicht durchs Feld durch. Da sind wieder alles WW, ihr zwei.
Wie geht's euch denn? Genau, Vanessa. Du warst ja heute schon sehr früh wach, Silent Hill. Hier hast du ja schon Alien Isolation angeschaut hier. Wie hat's dir denn gefallen? Ich fand's nicht so toll hier. Ziemlich komische Grafik und sehr, sehr seltsam. Weil die Crew ist das was anderes. Da kann man jedes. Genau, dann kannst du ja umtunen auch. Das ist eine der Feature bei The Crew, wo ich zu schätzen weiß. So Mobile Live. Huch. Umtuning halt. Silent. Ich weiß alles. Ich weiß alles, mein Freund, was meine Viewer so machen und tun. Ich war's alles, mein Freund. Deswegen frage ich dich, ob es dir gefallen hat hier. Ach ja, mein armer Name wird missbraucht. Ja, mir geht's gut und dir. Jo, passt. Vielen Dank auch für die Likes hier, gell? Vanessa habe ich gesehen. Vielen Dank bei den ganzen Support, auch bei den Social Medias. Ist echt geil. Ich habe heute auch schon gesehen, Alien ist halt schwer, der Story zu folgen. Ja. Ich meine, da so viele Games jetzt zeitgleich rauskommen, müssen wir es nicht unbedingt übertreiben. Und es ist jetzt einer der nicht sehr guten, glaube ich. Genau, ja. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal nachholen, aber momentan passt es mir einfach nicht ins Konzept und so richtig Bock, mich da zu quälen und mich hier zu ärgern, habe ich auch nicht. Das ist echt süß, Vanessa. Eine Sterngurke in echt fahren. Also ich muss sagen, in echt ist es so, ich bin froh, wenn ich überhaupt was fahren kann. Dann ist mir nicht egal. Hauptsache, ich komme von A nach B. Gut, egal. Also wenn ich mir, wenn ich Kohle hätte, würde ich mir schon was kaufen. Wisst ihr ja, mein R35 oder R34. Aber momentan bin ich so knapp von der Kohle, bin ich überhaupt froh, wenn ich ein Auto habe. Hauptsache, es fährt. Es bringt mich von A nach B zu den ganzen Arztterminen oder in die Arbeit oder was weiß ich, zum irgendwo einkaufen oder so. Das ist mir das Wichtigste. Was es dann für eins ist, ist mir in dem Augenblick erstmal nebensächlich. Wow. Dieser Rennen meine ich hier, das geht jetzt vielleicht noch, aber es ist egal, welche Position ich jetzt hier werde. Ich fahre es einfach und so. Ich fange jetzt nicht jemals von Anfang an. Sondern passt schon. Ich sehe zwar, wie ich mit dem Lenker mich hier quäle, es überhaupt gerade zu halten, das Teil. Wenn er so springt und dann die Räder, wenn er aufkommt, ihr wisst ja, springen und Räder schief aufkommen ist Car Crashing. Kaum ist man irgendwie auf den Straßen, kommt eh nicht mehr hinterher. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Damit kann man arbeiten. Autos mit Stern fährt man nur in den Black Series von SLS oder C-Klasse. Du hast heute nicht zur richtigen Zeit das richtige Spiel gestreamt. Ja, also versuche ich eben, da kann es ja nicht ganz so falsch sein. Warte, ich mach mal die Stream Games an. Wo sind die denn? Also Bunker ist aktiviert. BB. Ich bin kein Autofahrer, hab noch nie einen Lappen gemacht, aber schon das dritte Auto war meins, okay? Du meinst Reh, oder? Null Tiger, nicht WB? Oder hatte jemand anders WB geschrieben? Fährt sich gut, ja, fährt sich gut hier. Das war jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm. Aber wenn du dann S1, S2 hast und mit Heckantrieb irgendwie so P1 oder sowas und dann da fährst,
Ist schwierig, so 109 updaten. Ich stelle mal schon auf 30, wird schon passen. Hier. So. Yay, 2 Stunden 28. Ich hoffe mal, dass das technisch einwandfrei läuft mit dem ganzen Umbau. Ich muss die PlayStation 4 umstecken, Xbox ausstecken, Lenkrad abbauen, Monitor umstecken und ziemlich viel hin und her basteln. Dauert vielleicht 1-2 Minuten. Muss halt hin und her humpeln hier. Mal gucken. So, jetzt hast du gesehen das Rennen, es war jetzt nicht so dramatisch, aber Dominik, ich meine, du weißt du, was ich meine. Wir sind uns ja da einig, dass wir mit den Autos generell nicht da im Feld fahren müssen. Ich klinke mich aus, halb zwei klingen wir weg. Wow, echt, so früh. Alles klar, Jan. Merci fürs Vorbeischauen. Schlaf schön und träum süß, bis zum nächsten Mal. Und lass dich nicht ärgern um halb zwei. Soll ich nicht einfach erstmal so probieren, nichts mit umbauen, einfach mal so testen? Und wenn es eh kacke ist, dann lasse ich da Lenkrad wieder da stehen, aber ich kann ja nicht so fahren, das ist ja voll ekelhaft. So ums Lenkrad rum, so Wheelhugging und dann hier fahren. Das ist total ekelhaft hier, so gichtig. Beiseite schieben kann ich es auch nicht, desto wenig Space hier. Dingsbums. Platz. No space in the house hier. Nur die Leertaste ist da, aber sonst nichts. Nee, erster Gang war unnötig. Erster Gang war unnötig. Aber schön hier, Abenddämmerung, oder? Schätzt man schon. Wow, 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 scheiße, 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 zu sehr. Ja, da war so ein Hügel und ich habe dann gebremst und dann falsch aufgekommen und zu schnell Gas gegeben. Das ist natürlich fucking Fail Gag, was machst du für Scheiße? Reiß dich mal zusammen, du Kack-Noob hier. Jawohl, Ma'am, mach ich. Versuch macht Klatsch. Du meinst Kupplung? Ich kann mir aber vorstellen, dass ein Formel 1-Stream nicht so spannend ist, sondern immer die gleiche Runde fährt und ohne Gegner erst einmal, bis alles zu üben trainiert. Naja, weiß ja nicht, mal gucken. Das kriegen wir auch hin. Nice Fail Drift, ja. Ja. Ich hatte keine Traktion mehr. Auf einmal war weg, war irgendwie so ein leichter Sprung da mit drin. Wow, ich kann. Ach, da war einer neben mir. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Das gibt's doch nicht. Krass. Ich voll nach rechts oder links gezogen. Es ging nicht. Naja, ich weiß ja nicht, was er mit diesem Hassen immer so sagt hier. Ich hasse diese Marke. Ich hasse diese Marke. Mein Hass ist schon sehr, sehr krankes Wort hier für sowas. So wie ich hasse den Verein, ich hasse die Marke. Ich meine, Hass und Liebe liegt sehr, sehr nah aneinander. Also, ich verstehe nicht, wie man etwas hassen kann, was doch nur ein Stück ist. Ein Stück Metall oder was auch immer. Nicht leiden oder nicht mögen, okay, aber Hass ist schon sehr, sehr böse. Aber gut, ich bin da eher neutral, wie gesagt. Ich bin froh, wenn ich überhaupt ein Auto habe. Nein! So, mit den Gängen hier komme ich doch nicht ganz zurecht mit dem Teil.